So, wollen wir mal schauen, was da sich so verbirgt hinter den schreienden Männern. Nee. So. Bam. Ja, hier sieht es auch sehr, sehr sicher aus. Ja, das macht doch Spaß. Du machst es schon. Welcher Mensch, der wirklich. Ja, weiß ich nicht. Da wird doch kein Mensch lang gehen. Ja, super. Das schaffst du da. Ja, es sieht sehr hübsch aus, aber auch sehr windig. Krieg das Ding nicht auf! Vergiss es, wir müssen das nicht irgendwas kaputt machen. Ist hier! Hey, Frau, nicht schießen! Freunde, die Wächter töten uns alle als Eindringlinge. Wer sind diese Wächter? Was wollen sie? Zeitverschwendung, legen sie um! Ah, jetzt habe ich das gecheckt. Man kann dem nämlich ausweichen und dann kriegt man keinen Damage. Aber gut, bisher haben wir auch noch nicht wirklich viel Damage gekriegt, so dass wir draufgegangen sind. So. Muss ich die Glocke darunter hämmern? Ich gehe mal davon aus. Oh, hallo. Du wirst sterben! Das sehen wir noch. So, man kann hier auf jeden Fall Wind anmachen. Man kann die wahrscheinlich auch mit dem Bogen läuten, die Glocke. Na, wir probieren es mal erstmal hier mit aufmachen. Richtig schön gemütlich haben sie es hier. Anscheinend reicht das noch nicht. Ups, oder? Was haben wir übersehen? Also, da sind schon Cracks drinne. Wahrscheinlich müssen wir es einfach mal weitermachen.
immer nur ein Fenster? Wieso? Wieso? Ach, okay, ich verstehe. Ja, bin ich so der Schnellste? Zugegeben. Probieren wir es mal nur mit einem Fenster. War zwar die falsche Seite, aber egal. So, wir haben irgendeine Waffenmodifizierung bekommen, das ist nett. Muss ich jetzt die Glocke läuten? Probieren wir es mal. Hier bricht eh alles zusammen. Ja, das ist doch mal eine Rutschpartie gewesen. Jetzt haben wir genug von hohen Höhen. Jetzt sind wir in den tiefen Tiefen. Aber doch sehr idyllisch. Hallo? Da. Hallo. Und Funk hat sie auch noch. Hallo. Sam, hier ist Lara. Oh Gott, Lara. Es tut so gut, dich zu hören. Ich auch, Sam. Ist der Rest der Crew bei dir? Nein, ich habe das Funkgerät einer Wache gestohlen. Eine Wache? Ich wurde entführt. Was? Wo bist du? Ich weiß nicht. In einem japanischen Palast. Sie reden immer über ein Feuerritual. Lara, ich habe eine scheiß Angst. Scheiße, da kommt jemand. Sie dürfen nicht sehen. Sam! Ob die wohl verbrannt werden soll, wie diese komische andere, von der wir da gelesen haben. Roth, bist du da? Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komme zu dir. Und wir gehen zusammen rein. Also ich muss noch mal ganz ehrlich sagen, ich finde die Soundkulisse von diesem Spiel extrem geil. Ich stehe eh auf Wind und Wasser. So, wir haben ein Lagerplätzchen. Musst du das nicht? Gerade als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast...
unmenschlich. Scheiße. Hör dir mal selber zu, Lara. Du klingst echt dead. Echt? Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie dead. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Ah, der innere Monolog wurde beendet. Wir haben irgendein Upgrade gekriegt. An den Häkchen sieht man, ob man, was man hoch schon hoch gepusht hat und was nicht. Nehmen wir hier gleich. Machen wir einfach mal weiter. Irgendwas upgraden. So, die Tagebücher, die kriegen wir ja automatisch anscheinend. Da ist auf jeden Fall noch eine Statue. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Das sieht irgendwie aus. Also da können wir irgendwas anbringen und darüber klettern. Da geht auch so ein kleiner Pfad. Ich gehe erstmal den kleinen Pfad. Dicke Kiste. Hey! Da haben wir noch was gekriegt. Dann können wir den hier anstecken. Dann. Keine Ahnung, ob man ranziehen muss an den hier. Ja, das sieht ganz gut aus. Ah, jetzt hat's gefunzt. So. Hier haben wir irgendeinen Geocache. So. Aber wir hatten da noch einen anderen Weg. Und hier ist auch irgendwo, kann man... Also schätzungsweise kann man da hoch, aber... Ach, du sollst das nicht ziehen, du sollst das nicht umbringen. Irgendwas? Nee, anscheinend nicht. Das ist echt los. Wenn du betrunken zur Zeremonie kommst, bringt Fackel den Feierst dich um. Hey, ich krieg das schon hin, solange du dich unterhältst. Ich hab gehört, sie hätten ein paar Frauen aufgegriffen. Ja, eine soll den Test machen. Vielleicht ist sie die eine. Dann kämen wir endlich hier hin. Bleib locker, es ist doch immer dasselbe. Das Mädchen verbrennt und es geht. Mist! Upsala. Hier rüber!
souverän erledigt. Hier ist irgendwas. Noch ein Geocache. So, hier unten wären wir lang gekommen. Gehen wir aber erstmal hier lang. Ui. Pfeilchen, Truhe und hier haben wir Statue Nummer 9. Ich frage mich, ob ich da oben... War das da, wo ich eben rumgeklettert bin? Ich bin mir echt unsicher. Ich habe irgendeine Waffenmodifizierung verfügbar. Das ist schön. Nummer 9. Das war nicht laut. Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sim. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Mein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu, ich komme und hol dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, Sam. Hey, sie hat das Gerät. Sam! Sam! Hilfe! Lass sie in Ruhe, ihr verdammten Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Sind wir hergekommen. Gut. So, er sagte mir, ich soll hier weiter lang, richtig? Ach, hier ist noch eine Statue. Nee. So, aber hier könnte man runter, da wollen wir aber noch nicht lang. Jetzt erstmal hier natürlich umschauen. Und dann immer in die entgegengesetzte Richtung gehen. Oder kommen wir hierher? Nee, hier ist das... Nee. Hier ist das Flugzeug. So, hier hätten wir noch was. Ach. Macht. Ach, guck mal da. Hier haben wir einen Lagerplatz. Und hier haben wir auch ein Büchlein. Hier können wir auch schnell reisen. Was habe ich denn für ein Upgrade bekommen? Ich weiß es gar nicht. Naja, ist auch egal. Ich denke, hier machen wir eine kleine Pause. Und ja, dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich.